uns für einige Stunden zur Verfügung steht. Bitte sehr, ganz gerne. Vielen Dank. Sorry, ich wusste nicht, dass das dann auch alles vorgelesen wird, was ich da postermäßig reingeschrieben habe. Schön, dass ich hier sein darf. Ich neige dazu, auch erstens mit vielen Buzzwords zu arbeiten und zweitens relativ schnell zu sprechen. Wenn ich Sie da überfordern sollte, dann bitte Handzeichen oder zum Schluss die Chance nochmal nutzen, Rückfragen zu stellen, falls irgendwas ein bisschen zu schnell gegangen sein sollte. Ganz kurz noch zwei Sätze zur Axel Springer Akademie. Wir sind noch nicht so alt, 2007 gegründet. Wir sind so eines der Kinder dieses Gedankens von Matthias Dörfner, Online First. Wir haben zwei Hauptaufgaben an der Akademie. Das eine ist, wir sind so eine Corporate University, wer auch immer als junger Journalist, wo auch immer bei Axel Springer starten will, ob jetzt bei der Welt am Sonntag, bei Bild.de oder bei Metal Hammer, muss durch unser Assessment, ist 2 Jahre bei uns in der Akademie angestellt, mit dem Ziel, dass es wirklich so einen gemeinsamen Mindset gibt, dass allen klar ist, was meint denn Axel Springer mit digitalem Journalismus, mit digitalen Strategien. Und die zweite Säule ergibt sich eigentlich daraus. Wir sind auch sowas wie das Ideenlabor des Verlages. Und der Teil ist jetzt heute wahrscheinlich der spannendere, weil wir auf die Weise so ein bisschen spicken, was machen die anderen so. Und da möchte ich zum Thema Datenjournalismus ein paar Dinge vorstellen. Aber zum anderen natürlich auch selber die Aufgabe haben, spielt mal ein bisschen mit dem Budget, das ihr da habt. Und forscht mal selber, was sind Geschäftsmodelle der Zukunft, wohin entwickelt sich Journalismus der Zukunft. Da habe ich auch die Ehre, Ihnen Einblick zu geben, wenigstens mit 2 Slides in ein Projekt, nämlich Zoom Berlin, das erst in einigen Tagen online gehen wird. Also Sie haben sozusagen das erste Lichtspringer von mir bekommen, dass man einen Teil davon sehen kann. Ein paar Vorbemerkungen zum Datenjournalismus. Datenbanken sind Ausgangspunkt und Werkzeug. Journalisten kuratieren und bewerten. Das ist ja schon mal so das erste Aufeinanderprallen, der erste Clash of Cultures, dass in dieser unglaublichen Datenflut, das ist ja jedes Jahr sozusagen, kann man irgendwie 3 Nullen ranhängen an das, was online an Daten weltweit hochgeladen wird. Schnell sich YouTube sozusagen verdoppelt an Datenvolumen. Für Journalisten ist das ein großes Ausrufezeichen. Da stecken sehr viele Chancen drin, da sind unheimlich viele Geschichten drin. Das heißt natürlich umgekehrt, die große Überlebenschance, die wir als Haus Axel Springer auch für uns sehen, ist ja beispielsweise genau das zu sagen. Bei uns ist eine Qualität der Auswertung dahinter. Es sind ausgebildete Journalisten, die können umgehen mit Quellen, die können Relevanz bewerten, die können Glaubwürdigkeit hinterfragen, die können authentisch recherchieren. Das ist auch sozusagen unsere Zukunftshoffnung. Warum wir sagen, auch in dieser ganzen Flut, wo sich ja jeder selbst bedienen kann im Netz, wird Journalismus, wird Markenjournalismus, werden Medienmarken weiter überleben. Und Datenjournalismus ist dafür so ein ganz gutes Beispiel. Jay Rosen kurz zitiert, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich werde zu beiden Aspekten, in denen ja Datenjournalismus aufgeschlüsselt wird, Beispiele zeigen. Das eine naheliegendste ist ja einfach zu sagen, naja, ich bereite Daten journalistisch, meistens dann visuell auf, ich baue daraus eine Infografik, ich baue irgendwie eine Datenbank, die ein einfach gelernter Internetnutzer auch bedienen kann. Das ist quasi das kleine Einmaleins. Viel spannender ist natürlich der umgekehrte Weg, File in the Journalism within the Data. Dazu natürlich viel mehr Beispiele gleich nochmal im Anschluss. Und hier sehen Sie, wie banal die teilweise sind, Kriminalstatistiken, Haushaltspläne, ÖPNV-Dienstpläne, alles, was man runterbrechen kann auf das alltägliche Leben jedes Einzelnen, all das ist die ideale Basis für Datenjournalismus, auch wenn ich jetzt gleich mit einem viel größeren Projekt einsteigen werde. Das zeigt immer wieder so das tägliche Brot, wenn wir Zahlen auswerten, zu gucken, mit was hat man eigentlich den größeren Erfolg, mit dem, was vor der eigenen Haustür läuft. Und auch da haben wir natürlich aufgrund dieser unglaublichen Fülle an Datenbanken viel mehr Chancen, auch einen journalistischen Service zu generieren. Ich will trotzdem, ich habe es gerade gesagt, mit einem ganz großen Beispiel anfangen, das schon ein paar Monate alt ist, Do No Harm Hospital Care in Las Vegas von der Las Vegas Sun, recherchiert worden, ein großes Themenspecial, das nach wie vor online ist, mit unglaublichem Aufwand. Wenn man sich das mal anguckt, 2 Reporter, die da dargestellt waren, sage und schreibe 2 Jahre Recherchdauer. Das ist natürlich ein Megaluxus, den sich nur noch wenige Redaktionen überhaupt erlauben können. In dieser Zeit 2,9 Millionen Dokumente durchsucht, tausende vermeidbare Behandlungsfehler bewiesen und sozusagen ist die höchste Ehre, die einem Journalist zuteil werden kann, neben der Pulitzer-Nominierung. Es ist wirklich, es hatte eine konkrete Auswirkung. Es gab eine legislative Änderung, es sind 6 neue Gesetze für den ganzen Bundesstaat verabschiedet worden. Also hier ist wirklich eine Welle ausgelöst worden. Aber der entscheidende Punkt, wieder unter medienwirtschaftlichen Gesichtspunkten, ist eben wirklich
meine Güte, das passiert irgendwie einmal im Jahr, einmal pro Bundesstaat, dass überhaupt diese Möglichkeit besteht, in dieser Tiefe sich in sowas reinzuhöhlen, weil einfach der Geschäftsdruck, der Tagesdruck so nicht ausreicht. Aber auch dafür gibt es technische Lösungen, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was die Alternative zu so einer Wühlmaustaktik ist. Nochmal so ein paar Punkte, die man sich auch als Journalist immer wieder klar machen muss. Daten werden nicht schlecht, auch nach Jahren können wir ihre Zündkraft freilegen. Teilweise erst nach Jahren, weil dann auch Abstand zu manchen Geschichten da ist, die in der tagesaktuellen Bewertung vielleicht auch mit den falschen Tags, mit den falschen Schlagworten versehen wurden, die man nochmal in einen ganz anderen Kontext bringen kann, dadurch, dass wir jetzt Möglichkeiten haben, Daten viel besser auch miteinander zu vergleichen. Daten sind menschlich, sie haben meist einen individuell generierbaren Bezug. Diese Beispiele, die ich hier aufführe, das sind sozusagen Klassiker des digitalen, lokalen Journalismus. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, was wir immer an den User-Auswertungen sehen. Sobald wir beispielsweise mit der Berliner Morgenpost oder mit dem Hamburger Abendblatt wirklich hergehen und sagen, hier kannst du nicht nur für deine Stadt, sondern für deinen Bezirk, unter Umständen sogar für dein Viertel, für deine Straße runterrechnen, wo hapert es bei euch wirklich, wie viele Baustellen gibt es bei euch, die nicht vorankommen, da merken wir, da holen wir sozusagen die Emotion des Lesers, des Nutzers auch ab. An der Stelle kriegen wir ihn am ehesten. Und dadurch werden Daten menschlich, weil sie einfach so einen konkreten Bezug haben. Ja. Daten sind made for online, das versteht sich von selbst. Und jetzt kommt das entscheidende Gegenstück zu dem Beispiel der beiden Einzelkämpfer in Las Vegas. Crowdsourcing-Datenbanken sind keine Einbahnstraßen. Heißt zum einen, natürlich sollte jede dieser Datenbanken, ich bleibe bei dem Beispiel Baustellenstatistik, immer auch die Gegenrichtung aufmachen, zu sagen, meine Güte, seid ihr blöd irgendwie, ihr habt ja drei Baustellen bei mir im Viertel vergessen. Natürlich ist es die Einladung an jeden Nutzer, solche Daten zu ergänzen und selber teilzuwerden von solchem Crowdsourcing. Viel spannender ist es umgekehrt, und das ist jetzt das Beispiel des Guardian. Ich nehme an, das werden Sie jetzt heute nicht zum letzten Mal erwähnt bekommen, weil es wirklich ein vorbildliches Teil im europäischen Journalismus ist. Der Guardian hat genau aus dieser Not eine Tugend gemacht, zu sagen, wir ertrinken als Journalisten, als Medienhaus in einer Datenflut. Es ist völlig unrealistisch, das dem noch Herr zu werden, die Chance zu haben, daraus wirklich die Geschichten rauszulesen, die Relevanz zu erkennen. Also was machen wir? Wir richten mit diesem Data-Blog eine eigene Unterseite ein und stellen die Daten zu den jeweiligen Themenpaketen frei zur Verfügung. Nicht nur das, sondern wir stellen sogar auch die Tools zur Verfügung, mit diesen Daten umzugehen. Wir sagen, bedient euch, wir geben euch Werkzeug dazu, wie ihr Datenbanken errichtet, wie ihr visualisieren könnt, wie ihr selber Themen nochmal rausclustern könnt. Und das Beispiel, an dem das hervorragend aufgezogen war, waren die Wikileaks-Dokumente zu Afghanistan, die eben mit diesem Crowdsourced-Modell des Datenjournalismus erarbeitet worden sind. Sprich, das war quasi die Leserschaft, wie man früher gesagt hätte, die Kundschaft, die Nutzerschaft des Guardian, die hier mitbeteiligt war, selber Stories zu finden, selber hier durch Themen durchzugehen und die damit natürlich auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema und auch zur Marke Guardian gefunden hat. Also früher hätte man das Bürgerjournalismus genannt, eigentlich stimmt der Begriff ja auch schon nicht mehr. Es ist ja kein Bürgerjournalismus, es ist in dem Fall wirklich ein Teamwork zwischen dem quasi Profizink des Guardian und der Weißer Kirche, die damit unterstützt. Anderes Beispiel, das habe ich vorhin schon gesagt, Klassiker, wo es einfach nur darum geht, einmal eine sinnvolle Datenbank zu programmieren. Ab da kann sie endlos laufen. Teilweise sind auch die einzelnen Polizeidirektionen schon darauf eingestellt, die Daten quasi auslesbar selber zur Verfügung zu stellen. Bei uns wird das teilweise durch den Datenschutz natürlich nicht mehr ganz in dieser Vielfalt, in dieser Recherchetiefe sozusagen möglich sein. Und das ist auch ein kritisches Thema, sobald man hier nicht mehr nur nach Mördern sucht, sondern irgendwie nach vorbestraften Kinderschändern in der eigenen Nachbarschaft oder so. Sie kennen diese Problematik, die sich gerade in den USA stellt, mit einer Stigmatisierung auch von Menschen. Auch das gibt natürlich so eine Datenbank her. Auch diese Beispiele kann ich rausfiltern. Und dann sind wir ganz schnell auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Ein anderes Beispiel, für das es auch Ärger gab, waren die Kollegen vom Bild am Sonntag. Kennen Sie in vergleichbarer Dimension, sage ich mal, natürlich aus jeder Liga, aus jedem Land, weil mittlerweile die Datentechnik einfach da ist. Große Datenpools. Inzwischen gibt es keinen Haken, den ein Fußballer mehr schlagen kann, der nicht ausführlichst in 3D dokumentiert und den Daten abrufbar wäre. Das Lustige ist, dass am Anfang so eine der ersten Geschichten, die Bild am Sonntag rausgelesen hat, war, wer ist eigentlich der faulste Stürmer der Bundesliga? Wer macht überhaupt gar nichts?
gab dazu eine Rangliste Anfang der vergangenen Saison. Und es gab sehr viel Ärger mit Spielerberatern, die zur Bild am Sonntag sagten, seid ihr noch ganz gebacken, irgendwie habt allein heute uns 5 Millionen Euro an Marktwert verbrannt, indem wir unseren Stürmer als Laufform bezeichnen. Ja, stimmt. Das Beispiel erwähne ich aber auch deshalb, weil es so ein Element ist, wo man sagen kann, vielleicht ist diese Fülle der Daten gar nicht so gut. Jeder von Ihnen, der gerne Fußball schaut im Fernsehen, wird schon gequält worden sein von Statistiken, wo er sagt, was bringt mir das denn jetzt? Ja? Die Einwendung zu sagen, noch niemals sind in einer ersten Halbzeit so viele Einwürfe von links erfolgt, die nicht zum direkten Gegenstoß führten. Können wir alles ausrechnen? Brauchen wir das wirklich? Wieder die Frage irgendwie, die Aufgabe ist, am Journalisten zu kuratieren, zu gucken, wie viel von diesen Daten sind eigentlich sinnvoll, wirklich auf den Leser, auf den Nutzer, auf den Zuschauer losgelassen. Anderes Beispiel, ein kleines Blog sozusagen der Online-Zeitung, die Prenzlauer Berg-Nachrichten für Berlin, für den Bezirk Prenzlauer Berg, so ein bisschen ein Mäzenatenprojekt, deswegen von uns belächelt und respektiert, Projekt des hyperlokalen Journalismus, das sich wirklich auf einen Bezirk, sogar noch weniger, auf einen Teil von einem Bezirk in Berlin bezieht. Und das hierher gegangen ist, Stichwort Müllabfuhr, und offiziell vorliegende Statistiken beigenommen hat, um zu sehen, meine Güte, warum werden eigentlich bestimmte Straßen in Berlin ständig geräumt und andere nur so einmal in der Woche und bei uns. Und es gibt tatsächlich in Berlin diese Einteilung nach Reinigungsklasse 1, 2 und 3. 3 ist eben, es hilft dir der liebe Gott, 1 ist, du hast Glück gehabt. Und die Prenzlauer Berg-Nachrichten haben das für ihren Bezirk einfach nur mal runtergerechnet, sodass man in der Datenbank wirklich sehen konnte, wozu gehöre ich und hinterfragen konnte, warum eigentlich. Was determiniert 1 und 3? Die Reichen der Leute, die wohnen? Oder? Das war jetzt von mir etwas aufgebauscht. Es hat viel mit Verkehrsstatistik zu tun. Also Reinigungsklasse 1, die tägliche Reinigung, sind eine wichtige Durchgangsstraße. Und Stufe 3 dann sozusagen in die Wohngebiete, wo man sagt, Moment mal, da gibt es aber eigentlich auch die Haushaltsvorschriften, die verpflichten, selber zu räumen. Aber man kann natürlich sehr schön auch eine Klassendiskussion draus machen. Nächster Aspekt, der mir sehr wichtig ist, das Thema Visualisierung. Und auch da gerät man finanziell sehr schnell an Grenzen. Ich habe hier ein Beispiel genommen, ChristianAid, also von einer Nichtregierungsorganisation, die hier so einen Zeitstrahl der Armutsentwicklung mal zusammengestellt hat. Datenjournalismus in wirklich absoluter Perfektion, weil man auf den ersten Blick diese Grafik versteht, auch auf den ersten Blick die Bedienbarkeit versteht. Natürlich, ich greife unten einen Zeitstrahl, verändere ihn, sehe irgendwie, wie hat sich Armut entwickelt. Aber das ist auch so ein Beispiel, wo man schnell merkt, wenn ich diese professionellen Mittel der Aufbereitung nicht habe, dann kann es auch ganz schnell einfach ärmlich werden oder eben nicht dazu einladen, sich mit dem Thema näher zu befassen und wirklich mal für sich zu erleben, was hat das mit der Geschichte der Armut auf sich. Und nicht ohne Grund ist es hier eben eine spendenbasierte Plattform, die Geld für eine solche Illustrierung ausgegeben hat, weil sie weiß, es ist eben auch ein Tool, um Awareness zu schaffen, um Aufmerksamkeit zu generieren, um wahrgenommen zu werden. Es gibt inzwischen, und das ist auch da schon wieder ein Ausweg, den die Digitalisierung bietet, ganz viele Tools, viele Online-Werkzeuge, die zu guten Teilen auch kostenlos sind, zumindest in Basisversionen, die auch bei der Visualisierung schon helfen. Ich mache jetzt keine Werbung für einzelne, findet man auch relativ schnell, wenn man im Netz danach googelt. Schönes Beispiel, auf das ich eingehen will, ist das, weil das ist so ein Mischding aus Nichtregierungsorganisationen und Visualisierungstools. Ushahidi steht hier, Non-Profit Tech Company, die so ein bisschen im Umfeld der arabischen Revolution hergegangen ist und gesagt hat, wir müssen mal den Bürgerinitiativen, egal wo auf der Welt, eine Machtbasis generieren, einfach dadurch, dass sie selbst technisch in der Lage sind, Dinge aufzubereiten, Notsituationen aufzuzeigen, Regierungsbilanzen zu widerlegen und auch das relativ gut visualisierbar zu machen. Und in dem Fall geht es eben nicht nur darum zu sagen, damit erreiche ich mehr Aufmerksamkeit, sondern, Stichwort arabischer Frühling, ich erreiche eben auch die ganzen Illiteraten. Ja, wer nicht lesen und schreiben kann, den kann ich mit so einer Grafik aber trotzdem nochmal beeindrucken. Und das ist ein sehr spannender Ansatz, der im letzten Jahr irgendwann aufkam, zu sagen, wir sozusagen nehmen uns auch das zum Anlass, das quasi als NGO-Projekt zu sehen, Visualisierung von Daten.
So, wie versprochen, jetzt kommt die Angeberpassage. Jetzt kommt Zoom Berlin, ein Projekt, das wir mit Studenten der Akademie entwickelt haben. Wir haben zweimal im Jahr die Chance, ein sogenanntes Masterpiece zu produzieren. Und diesmal haben wir das unter die Überschrift hyperlokaler Journalismus gestellt. Also genau diese Frage, wie weit kann man eigentlich Lokaljournalismus noch runterbrechen? Vorhin habe ich die Beispiele ja erwähnt, sobald wir wirklich auf Straßenniveau sind, sobald wir quasi vor der eigenen Haustür des jeweiligen Nutzers sind, können wir die natürlich nochmal ganz anders in Anspruch nehmen, kriegen eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und die Frage war, wie gut können wir das schon jetzt bewerkstelligen? Zoom Berlin deshalb, weil die Idee dahinter ist zu sagen, wir schaffen eine Matrix, die kann man dann auf jede Stadt, auf jede Straße anwenden und kann sich quasi in jede Straße mit diesen Techniken, die wir entwickelt haben, hineinzoomen. Wir haben das am Beispiel der Oranienstraße in Berlin gemacht. Die Oranienstraße deshalb, weil es so eine der großen Ost-West-Achsen ist, läuft durch Kreuzberg durch, hat sehr viel mit der Geschichte aus dem 1. Mai zu tun, der Häuserbesetzungsszene, hatte auf der anderen Seite sozusagen die Verlängerung bis zum Checkpoint Charlie, das heißt, es ist auch nochmal durch die Mauer natürlich geprägt gewesen. Man sieht es auch, wenn man diese Straße, die so ein paar Kilometer lang ist, wenn man die entlang geht, wie sich die Häuserstruktur, die Wohngegenden verändern, an welcher Stelle auch klar war, okay, hier war Mauerbereich, das ist immer noch ganz stark durch türkische Migrationsgeschichte geprägt. Die Türken, die man früher einfach dahin geschickt hat, weil kein anderer da leben wollte und die sich jetzt dieses Barrio für sich erarbeitet haben. Also es steckt unheimlich viel drin. Wir haben natürlich ein Beispiel genommen, an dem man relativ leicht auch Geschichten erzählen kann. Aber sind da eben auch hergegangen, haben geschaut, was gibt denn die Statistik jetzt schon her? Was haben wir an großen Statistiken für Berlin? Und inwieweit sind wir in der Lage, das datentechnisch für eine einzige Straße aufzubereiten? Eines der Beispiele sieht man hier unten, ist diese Infografik, die wir da gemacht haben, die natürlich im Online-Formular navigierbar ist, die einzelnen Punkte nochmal größer hervorhebt. Das Leben in der Oranienstraße in Zahlen. Super banales Beispiel, aber eines, an dem sozusagen jeder hängen bleibt, der wirklich dort lebt, zu sagen, wie hat sich bei mir die Wohnsituation entwickelt, wie ist die Bevölkerungsstruktur bei mir in der Straße. Das kennt man bisher nur auf Stadtniveau oder auf Viertelniveau. Diesmal zum ersten Mal wirklich auf der Straße runtergerechnet. Und das zweite Beispiel, das wir gemacht haben, aufgrund von Datenbanken eines großen Immobilienportals, da haben wir sozusagen das Datenjournalistische schon übernehmen können, aber auch da nochmal runtergebrochen. Sie sehen das eingekreist auf die Oranienstraße im Detail. Aufgrund von verschiedenen mathematischen Formeln ist hier eine Mietprognose angelegt worden. Sie sehen ja rechts die Grafik, wenn es in den roten Bereich, in den lilanen Bereich geht, das ist quasi Alarmstufe, ab da gehen Mieten wirklich so richtig nach oben. Und es ist ein navigierbarer Zeitstrahl auch bei uns, der eben 2007 anfängt und den man in die Zukunft, ich glaube bis 2018 oder so weiterziehen kann, um zu sehen, was entwickelt sich wie. Und das Spannende hier ist, was uns dann überrascht hat und was auch wieder zeigt, wie gut so eine Visualisierung ist. Es gibt zwar einzelne von den dunklen Zonen auch in der Oranienstraße, aber man sieht doch, dass viel auch genau hier Halt macht und die Oranienstraße nicht betrifft. Das ist also ein Teil der Gentrifizierung, die ein ganz großes Diskussionsthema gerade in der Oranienstraße ist, wenn man sich damit befasst, an der Oranienstraße vorbeigeht und sich eigentlich eher in den Bereich hier unten, was dann schon Richtung Neukölln geht, also im Nachbarbezirk verlagert. Das ist ein Beispiel dafür, wie man Geschichten ausgrafen und auch nochmal rausdefinieren kann. Sagen kann man, das ist ja eigentlich erst recht ein Rechercheauftrag und eine neue Erkenntnis zu sagen, die Gentrifizierungsdiskussion, die ganz massiv geführt wird, aufgrund auch der Vorgeschichte der Häuserbesetzungen dort, läuft vielleicht gerade in dieser markanten Straße ins Leere, weil ihr die Substanz fehlt. Was uns aber auch aufgefallen ist, deswegen hier nur als kleiner Teaser auf Leonard Novigen in einem Interview zur Zukunft des Lokaljournalismus nochmal ausführlich mit der Problemlage konfrontiert haben. Sobald wir in der Lage sind, wirklich auf Straßen- und Hausnummerniveau runterzubrechen, sind wir ja auch nochmal in einer ganz besonderen Verantwortung als Journalisten. Wir haben das festgestellt bei einer ganz banalen Geschichte. Wir haben Einwohner oder Bewohner der Oranienstraße auf ihren Balkons fotografiert, zu sehen, was haben die sich da für eine kleine Welt eingerichtet. Und natürlich haben die uns alle bereitwillig ihren Namen gegeben und sich der fotografieren lassen. Von unten nach oben auf dem Balkon, von oben wieder runter mit dem vollen Vor- und Zunahmen. Und das stand dann erstmal auch bei uns im Backend so drin, bis wir festgestellt haben, ich glaube, das ist eines zu viel. Du kannst ja dann wirklich jeden sozusagen exakt zuordnen und dir überlegen, lohnt es sich da mal hochzumachen oder nicht.
Wir haben also in dem Fall die Lösung gewählt, dann doch ganz klassisch die Nachnamen abzukürzen. Aber das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen. Also dieser Service-Gedanke, die Möglichkeiten, die Datenjournalismus plötzlich offenbart. Und es gibt an der Stelle nämlich viel mehr den Leser abzuholen, den Nutzer abzuholen, zu sagen, das ist deine Lebensumgebung, schafft ja gleichzeitig auch so eine Grenze, wo die Frage ist, können wir diese Verantwortung noch übernehmen? Ist ein Nebenaspekt von diesem Portal, aber ist eine wichtige Diskussion, die wir auch anstimmen wollen, wird in schätzungsweise einer Woche unter zoomberlin.com online gehen und natürlich auch verbunden sein mit dem Blog. Das Blog selbst dazu ist auch schon online. Wir sind auch da gespannt, was es für Diskussionen gibt, die nochmal dieses Hyperlokale hier mit aufbringen. So, ich habe es angedroht, ein relativ schneller Ritt. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen und bin jetzt natürlich auch noch für Fragen da. Vielen Dank.